Ja, meine lieben Freunde, willkommen zu einem weiteren Video hier mit mir. Und heute werden wir 10 Huntsman Cases öffnen. Und ich habe hier ein paar Kisten gesponsert bekommen. Und die werde ich jetzt jeden Dienstag, egal welche 10 davon öffnen. Und ich würde einfach mal sagen, heute geht es los mit der Huntsman und dann nächste Woche kommt irgendwas anderes. Kann ich euch noch nicht sagen, das wird immer spontan sein, je nachdem welche Case ich halt gerade öffnen möchte. Und ich würde einfach mal sagen, wir fangen hier an. Oh Gott, so viele Huntsman. Scheiße, Alter. Okay, Yuski. Ich hoffe natürlich, dass wir irgendwie hier sowas bekommen würden, ja. Ja. Oder ne, oh, ne PP Bison. Antik. Ist schon mal ein lila Item. Finde ich nice. So, nehmen wir mal den dritten hier. Also wie gesagt, jeden Dienstag jetzt ein Case Opening mit... Halt an! Nein! Auch wenn ich nicht so gern Autosniper spiele, ja, aber es wäre trotzdem ein pinkes Item gewesen, ja. Ja. Und da ist der Witter an uns vorbeigegangen. Eine Galil Kami, ja, natürlich umringt von zwei lila Items, ist natürlich klar. So. Was finde ich denn hier? Ach, da ist die Cayman drin hier, okay. Arca Vulcan. Aha. Ja, die Huntsman gefällt mir doch schon sehr, deshalb habe ich wahrscheinlich auch so viele davon. Jetzt erklärt sich so einiges. So, jetzt kommt was Gutes. Eine Garde, Kami, Mami. Oh Mann, ey. Okay, ich öffne jetzt mal den letzten Key mit der letzten Kiste. So. Habt ihr gesehen, was da ganz am Anfang war? Da war eine Statred Vulcan. Oh, scheiße, Alter. Wenn man nicht einfach sagen kann, zack, gleich, wenn es offen ist, da, das hast du, weißt du. Nein, da muss erstmal da dieses Rad durchgehen. Boah. Wow, die vierte P90-Modul. Wow, geil, Alter. Ich spüre keine P90. Außer wir haben so scheiß CT-Rush oder sonst irgendwas. Und ich habe einfach kein Aim an dem Tag. Das kann natürlich auch passieren. Wow, die fünfte P90-Modul. Ich hasse Huntsman, so. Nächste Woche gehen wir nicht mit, jetzt nicht weiter mit Huntsman. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Ja, ja. Hier. Ich hätte gerne einen MAC-10 Skin hätte ich gern gebraucht, aber hier... Pff, die ist wahrscheinlich auch noch, was weiß ich was. Balwan oder so ein Schrott. So, hier, hier, da steckt die Vulcan drin. Da steckt die Vulcan drin. Ich spür's, ich spür's. Eine Aug-Torque. Ich finde den Namen so cool. Torque. Ja, was ist das Resultat? Hier. 5 P90 Modul, ja. Richtig geil. Ja, also das ist das Resultat. Und, ach ja, wie ihr seht hier, nächste Woche geht es dann weiter mit den Operation Preag-Oud Kisten. Und ja, bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche und wir sehen uns nächste Woche. Tschüss!